Du hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gelesen von Wolfgang. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Schwingungsgehalt selbst. Lichtwelt Verlag, 12. Januar 2023. Bindungen aufgeben, Affirmation und Bitte. Botschaft von Meister Usui. Empfangen durch Jan Johannes Kassel. Du hast Sorgen, wenn du das Zeitgeschehen betrachtest, und du weißt nicht, ob du oder deine Familie diesen Sturm überstehen und wohlbehalten in das neue, lichtvolle Zeitalter eingehen werden. Lege diese Gedanken für einen Moment beiseite und widme dich dem Wesentlichen. Wesentlich ist, die inneren Verbindungen zu diesen Sorgen und Ängsten loszulassen und alles den Händen Gottes zu übergeben. Er, sie, es sorgt für dich. Die allwissende göttliche Kraft und die Liebe Gottes bestimmen alles Leben. So begegnen dir die Potenziale, die du meistern kannst und die du mit Gott auch meistern wirst. Bindungen aufgeben, Affirmation und Bitte. Die Affirmation. Hier und jetzt geht es um dein Loslassen und um deine Erkenntnis, dass jede Bindung, die du aufgibst, Freiheit bedeutet, Leichtigkeit bringt und zur Freude führt. Geliebter Mensch, bist du bereit, alle inneren Bindungen aufzugeben? So sprich: Ich nenne hier deinen Namen, bin jetzt bereit, alle Bindungen zu Menschen und zu Dingen aufzugeben. Meine Bindungen dürfen gehen, meine Liebe bleibt bestehen. Om Namah Shivaya. Ich, Wolfgang, bin jetzt bereit, alle Bindungen zu Menschen und zu Dingen aufzugeben. Meine Bindungen dürfen gehen, meine Liebe bleibt bestehen. Om Namah Shivaya. Das Durchtrennen von energetischen Bändern darf, kann und soll regelmäßig praktiziert werden. Gott, die Urquelle allen Seins, die Erzengel und wir, die aufgestiegenen Meister, stehen euch bei und warten nur auf eure Aufträge. Auch die Anrufung, alle Bindungen aufzugeben, darf, kann und soll wiederholt praktiziert werden. Denn es ist auf dieser dichten Ebene des Seins für einen Menschen kaum möglich, frei von Anhaftungen zu bleiben. Wer lebt, wer mitten im Leben steht, dem begegnet das Leben in allen Formen und Schattierungen. Manchmal herrscht ein großer Mangel an Licht und dunkle Ebenen machen sich an euren lichten Energien zu schaffen. So werdet ihr überschattet und oft treten bereits überwunden geglaubte Sorgen oder Ängste wieder in Erscheinung. Das dichte Energiefeld der Angst, das derzeit immer noch diese Matrix zusammenhält, bewirkt sehr viel Unruhe und Unsicherheit im Menschen. Davon kannst auch du betroffen sein, du, der du gewohnt bist, deine spirituellen Hausaufgaben zu machen, und das bedeutet, die Meditation ist das tägliche Brot, das Gebet ist für dich das Wasser des Lebens und die Transformationsarbeit ist deine Brücke in das Licht. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für deinen Energieausgleich.